ich bin ganz froh, dass endlich mal ein paar Neuzugänge gekommen sind. Ich denke mal, das bringt wieder frischen Wind rein und ich denke mal, dass man aufgrund der Neuzugänge auch Positionen doppelt besetzen kann und das ist immer gut. Dass sie Papa behalten haben, finde ich relativ gut. Und dann denke ich mal, wir müssen unsere Defensive noch ein bisschen verstärken. Also für mich sind das so einige Unbekannte, wie der Neuzugang aus Karlsruhe. Von Andrea an erwarte ich, dass er den HSV helfen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir immer so viele Neuzugänge brauchen, sondern sollte mal irgendwo eine gewisse Kontinuität rein. Zu den Neuzugängen würde ich sagen, zufriedenstellend, absolut. Aber es muss dringend noch was gemacht werden auf der Position des Innenverteidigers. Vor allem jemand, der vielleicht auch Spiele aufbauen kann. Grundsätzlich ist es gut, dass man, also für mich auch in dem Fall, ein relativ unbekannter Innenverteidiger von einem Zweitligisten geholt wurde, wo ich auch der Meinung bin, dass es da in Deutschland noch eine ganze Menge Spieler gibt, die für den HSV in Frage kommen können, für etwas kleineres Geld. Bei Shiplock, der ja von Darmstadt wieder zurückgekommen ist, müsste man gucken, wie der sich jetzt wieder einfügt. Unterm Strich muss ich sagen, wir haben wieder 15 Millionen ausgegeben ungefähr, aber richtig verstärkt qualitativ, was dringend notwendig gewesen wäre nach der letzten Saison, würde ich sagen ad hoc eher nicht.